Man benutzt im Moment bei vielen Aufbauten und Experimenten mit Arduino-Bausteinen größere und kleinere Grafikdisplays. Das noch vor einiger Zeit oft benutzte LCD-Display mit 16 Zeichen und 2 Reihen ist fast ganz verschwunden. Oder ist das nur meine Meinung? Heute will ich eine einfache Schaltung aufbauen, bei dem ein LCD an einem ESP32 angeschlossen wird. Los geht's! Zum Aufbau benötige ich nur ganz wenig Teile. Den ESP32 Mikrocontroller, das Liquid Crystal Display und 4 Verbindungsdrähte. Den ESP32 setze ich auf die von mir gebaute Hilfsplatine. Das Display mit einem I²C-Anschluss hat auf der Rückseite auch noch ein Potentiometer, mit dem man den Kontrast einstellen kann. Über einen Jumper kann ich auch die Hintergrundbeleuchtung ausschalten. Es wird dann verbunden, Ground an ESP Ground, VCC an ESP VIN, das sind die 5 Volt, SDA an GPIO 21 und SCL an GPIO 22. Mehr ist hier nicht ein- oder aufzubauen. Nun wird der ESP an den COM-Port angesteckt und die Arduino IDE hochgefahren. Als erstes kontrolliert man das Board und den COM-Port. Sollte der ESP32 nicht in der Auswahl der Arduino IDE erscheinen, muss dieser erst eingebunden werden. Ich habe dazu ein Video gemacht, bei dem ich Schritt für Schritt erkläre, wie man vorzugehen hat. Dieses Video findet man in meinem Kanal, Informationen dazu auch rechts oben. Hier verweise ich mal wieder auf die Webseite von Rui Santos, der die grundlegenden Informationen zu diesem Beitrag geliefert hat. Auch der kleine Testcode ist von ihm geschrieben. Der Link zur Seite wird auch in der Videobeschreibung unten angegeben. Nun wird der Testcode in meine Arduino IDE eingeladen und überprüft. Dabei stelle ich fest, dass die LCD-Bibliothek noch nicht eingebunden ist. Auch hier hilft die Seite RND weiter. Dort ist der Link zur Bibliothek angegeben. Diese wird geladen, entpackt und dann in den Bibliotheksordner kopiert. Man kann aber die ZIP-Datei direkt über die Bibliotheksverwaltung in der Arduino IDE einbinden. Und nun zum Test. Beim Hochladen auf den ESP32 gibt es bei mir manchmal Probleme und ich kann die Datei nicht hochladen. Wo genau das Problem liegt, kann ich nicht sagen. Aber es gibt doch eine, jedenfalls bei mir funktionierende Lösung. Während des Hochladens halte ich die Boot-Taste gedrückt und das Programm wird ohne Probleme geladen. Aber nun wirklich zum Test. Den Satz Hello World habe ich ausgetauscht und nun erscheint stattdessen mein Elektronik-Hobby. Und nun will ich auch noch den Aufbau des LCD-Displays mit einem ESP8266 zeigen. Hier wechsle ich nur den Mikrocontroller aus.
und das LCD wird wie gezeigt angeschlossen. SDA geht an D2, SCL geht an D1 und die Spannungsversorgung wie gewohnt an VIN und Ground. Im Sketch, den ich nun lade, wird ein feststehender und ein durchlaufender Text eingegeben. Auch das funktioniert ohne Probleme. Sicher wird bei dem einen oder anderen auch die Frage auftauchen, warum das Programm bei beiden ESPs nur durch Wechsel der Pins funktioniert. Die Antwort dazu: Es wird mit den Standard-Pins für den I²C-Bus gearbeitet. Und das sind beim ESP32 die Pins GPIO21 und 22. Und beim ESP8266 die Pins GPIO4 und GPIO5 mit der Bezeichnung D1 und D2. Hier nun der Aufbau in Funktion. Das Display zeigt folgende Texte. Stehender Text und das ist ein durchlaufender Text mit mehr als 16 Zeichen. Ich bedanke mich noch einmal bei Rui und Sara Santos für dieses schöne Tutorial. Die Links zu der Seite habe ich unten in der Videobeschreibung angegeben. Ich hoffe, Sie konnten etwas von diesem Video mitnehmen und bedanke mich fürs Anschauen. Tschüss und Salü aus dem Saarland.